dann eben nicht verwendet wird für einen Ausbau des ÖPNV. Ja, natürlich. Also wenn man das mal rechnet, wir hatten ja schon, das vergisst man auch mal so ein bisschen, schon vor vor vier Wochen eine Ankündigung für Entlastungen. Da ging es um eine höhere Pendlerpauschale, die dann übrigens auch für Herrn Duscher eventuell interessant sein könnte. Ein bisschen jedenfalls ab dem 21. Kilometer sollen künftig 38 Cent abgerechnet werden, nicht mehr 35 Cent. Der Grundfreibetrag in der Steuer wurde erhöht und so weiter. Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger. Also da wurde schon ein Paket geschnürt. Da schätzte man, okay, das wird ungefähr 13 Milliarden Euro kosten. Das gestern, schwer zu beziffern, dadurch, dass ein Teil man wieder versteuern muss, sagen wir mal unterm Strich auch so ungefähr 10 bis 13 Milliarden Euro, dann kommen wir da auf eine Summe knapp unter 30 Milliarden. Das Geld fehlt natürlich. Also da steht ja nicht eine Schatztruhe in Berlin, wo dann mal verteilt wird. Das ist am Ende Geld, dafür werden Schulden gemacht. Die werden wir oder unsere Kinder oder Kindeskinder am Ende natürlich ein Stück weit abtragen müssen. Und ja, das fehlt dann unter Umständen auch für Investitionen in anderen Bereichen. Also kurzfristig angelegt, aber eben langfristig vielleicht ja kurzsichtig. Benjamin Duscher in Gelsenkirchen, vielen Dank für diese Perspektive. Friedhelm Bürgel, ebenfalls im Ruhrgebiet in Dortmund. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag ins Studio. Im Vorgespräch habe ich schon erläutert. Also für mich gibt es nur eine Aufgabe. Das ist Sparen, Sparen, Sparen. Das fängt an Möglichkeiten beim Autofahren, Sonderfahrverbot. Ich überspitze es jetzt mal. Es gab schon mal so etwas wie Autokennzeichen mit ungerade Endzahl am Montag, die anderen am Dienstag und so weiter. Dann Tempolimit, dann ÖPNV grundsätzlich für alle frei zu machen. Ob in der U-Bahn 70 oder 120 drinstehen, denke ich mal, wird keinen großen Unterschied machen von Verbrauch her. Also da setze ich an. Und wenn dann der Staat meint, er müsste Geld den Millionären hinterherwerfen, sie haben es nicht geschafft, sie zu besteuern, dann brauchen sie ihnen noch jetzt noch nicht noch was hinterherwerfen. Wo schätzen Sie diese Maßnahme ein, also das Tanken zu vergünstigen? Ja. Okay, denn ich wollte gerade einwerfen, naja, sparen, sparen, sparen kann man ja tun und das andere, was da als Paket kommt, nicht lassen. Aber das ist vielleicht auch diese Beobachtung, die wir vorher hatten, dass eben dafür Geld zur Verfügung gestellt wird, dass dann an anderer Stelle Jörg Marksteiner vielleicht auch für die langfristige Strategie fehlt. Ja, genau so ist es. Ich meine natürlich, dass der Aspekt Sparen kommt wenig und aber es steht natürlich jedem auch frei, das von sich aus zu tun. Dafür brauche ich keine staatliche Regel. Also drehe ich das Thermostat ein Grad runter, habe ich etwa 6% Kostenersparnis. Das kann man natürlich nicht bis zum beliebigen Wert treiben. Das ist auch klar. Irgendwann ist es halt einfach kalt. Und es gibt noch Menschen, haben wir auch gerade gehört, die sind aber aufs Auto angewiesen. Natürlich, der Aspekt Sparen, den erreiche ich nicht durch eine relativ pauschale, gleiche Lösung für andere. Was die Millionäre angeht, das bezog sich mein Beispiel vorhin überzeichneterweise wirklich aufs Tanken. Bei sowas wie etwas wie Energiegeld oder Kinderpauschale oder so, da ist es natürlich so, dadurch, dass die ohnehin mehr Steuern zahlen, werden sie davon nicht besonders profitieren. Davon profitieren die mit normalen oder geringeren Einkommen. Friedhelm Bürgel, vielen Dank für den Anruf aus Dortmund. Schönes Wochenende. Jürgen Elsing in St. Augustin. Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Erdenberger und Herr Marksteiner. Ich wollte mal auf das Problem hinweisen, dass alle staatlichen Almosen, wie ich sie mal nennen, deswegen finde ich auch Ihren Begriff Gießkännchen sehr treffend, irgendwie finanziert werden müssen. Und der Schock, der uns da irgendwann bevorsteht, denn irgendwann müssen ja mal die ganzen Schulden getilgt werden, der wird eine Währungsreform sein und da werden wir erst richtig arm. Da heißt es nämlich 1 zu 10. Wie kommen Sie jetzt zur Währungsreform? Da müssen Sie mir helfen. Ja, diese Schuldenberge, die da jetzt angehäuft werden, die kann man doch gar nicht vernünftig zurückzahlen. Das ist doch eine Illusion. Das ist doch eine Illusion. Herr Marksteiner, mit Wirtschaftssachverstand dazu? Naja, man muss sehen, natürlich ist das viel Geld, aber die Bundesrepublik konnte sich in der Vergangenheit extremst günstig finanzieren. Ja, also konnte sich sehr, sehr günstig Geld leihen, hat es zum Teil, weil es als ein sehr solider Staat gilt, sogar noch Geld dafür bekommen. Die Frage ist, wie wird das weitergehen, wenn die Inflation anzieht, wenn die Zinsen dann auch steigen, aber
Nochmal, jetzt geht es darum, in einer sehr außergewöhnlichen Situation Härten abzufedern. Natürlich wird man das irgendwann auch refinanzieren müssen, aber dann eine Währungsreform am Himmel aufziehen, weiß ich nicht. Also da würde ich, glaube ich, nicht mitgehen. Herr Elsing? Ja, ja, ich bin weiter in der Leitung, aber irgendwann ist es ein Wechsel auf die Zukunft und meiner Ansicht nach ein ungedeckter Wechsel. Das ist zu teuer, sagen Sie. Das können wir uns nicht leisten. Und ich sage auch, das ist ja nur kurzfristig und die Kostenbelastung, die wir insbesondere jetzt im Medienmittelpunkt haben, nämlich die Energiekosten, das wird weiterhin nach oben gehen, bis der jahrelange Umwandlungsprozess, alles andere ist auch eine Illusion, geschafft ist. Aber in einem Punkt würde ich Herrn Elsing ein bisschen Mut machen sozusagen, denn natürlich, das sind jetzt Übergangskosten. Wenn wir davon ausgehen, uns gelingt es immer mehr, wirklich tatsächlich erneuerbare Energien zu installieren. Wir sehen jetzt schon an Tagen, wo es sehr viel Wind hat und dann vergleicht man die Börsenstrompreise in Europa und da sehen wir, Deutschland mit sehr viel Windenergie ist der Preis deutlich niedriger als in den Nachbarstaaten. Das heißt, mittelfristig wird aber die Form von Energiegewinnung, wenn es dann gelingt, vernünftig und großflächig umzustellen, auch günstiger. Das heißt, das sind ein Stück weit in diesem Bereich natürlich dann auch Investitionen. Danke, Herr Elsing. Und Herr Marksteiner, das heißt, wir müssen jetzt kurzfristig vielleicht doch mal über diese Lücke, aber müssen sehen, dass wir langfristig, und das ist gar nicht so lange, bis 2030, dann eben alle anderen Dinge hinkriegen. Und wir haben die ganze Zeit über die Mobilität geredet, aber wenn wir auf Gas gucken, müssen wir auch über das private Heizen reden. Wir hatten einmal die Holzpellets hier mittendrin im WDR5-Tagesgespräch, aber es gibt noch andere Formen. Ich lese zum Beispiel, dass die Wärmepumpenabsätze jetzt steigen. Ja, das ist so. Und tatsächlich ist es wohl auch zum Teil sehr schwierig, überhaupt bei Fachbetrieben Termine zu bekommen, weil auch die Handwerker und die Menschen, die sich damit vernünftig auskennen, das dimensionieren und planen können, unglaublich gefragt sind. Das ist übrigens ein Punkt, der gestern in diesem Entlastungspaket so ein bisschen untergegangen ist, weil alle so auf Benzinpreise und Energiegeld gucken. Es gab auch Ankündigungen, was die Energieeffizienz, also das Sparen angeht, also dass der für Neubauten ab nächsten Januar der Standard hochgesetzt wird, dass es Austauschprogramme geben soll, vergünstigte Projekte, auch noch ohne Details, die Anreize schaffen sollen, eine Gasheizung nach 20 Jahren auszutauschen. Und da gibt es schon auch noch einiges, auch noch etwas schwammig, müssen wir mal gucken, was da kommt. Aber faktisch wird sozusagen das Einbauverbot für Gasheizungen ist ein ganzes Stück näher gerutscht. Also da tut sich in dem Bereich auch etwas. Hilft natürlich nichts, wenn ich keine Handwerker bekomme, um mir eine Alternative zu schaffen. Einbauverbot 2024 sollen 65% der Heizung mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Was das dann konkret runtergerechnet heißt und wie das dann genau im Bestand geregelt wird, alles kompliziert. Aber das ist im Visier, ist nur gerade nicht so im Fokus. Stefan Bey zum Schluss im WDR5-Tagesgespräch. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich wünsche mir, ich habe die Politiker noch nicht überzeugen können, dass endlich die Bahncard in Deutschland in allen Dörfern und Städten gilt. Sie gilt zurzeit, ich glaube, in 133 Städten. Dort können Sie also auch Bus, U-Bahn, Straßenbahn benutzen. Aber wenn Sie zum Beispiel von Vororten in die Stadt fahren oder selbst in Köln nicht direkt neben einem Stadtteilbahnhof wohnen, dann haben Sie zum Beispiel eine Bahncard-Fahrkarte Köln-Berlin für 17,90 Euro inklusive allen Geschichten. Aber wenn Sie dann von Hürth zum Beispiel anreisen, müssen Sie 4 Euro zahlen, um erstmal nach Hürth oder Köln zum Hauptbahnhof zu kommen. So, das würde die Preise halbieren und deshalb könnte man sich so eine Bahncard dann leisten, meinen Sie? Ja, und vor allen Dingen, man sollte sie anerkennen in allen Dörfern und Städten. Das heißt, dass Sie wirklich fahren können direkt mit dem Zug und nicht erst das Auto nutzen, um zum Bahnhof zu kommen. Das würde Ziel- und Quellverkehr reduzieren. Ah, ja. Also Bahncard in allen Städten anerkennen, die Bahncard 100 dann noch wirklich in allen Dörfern gültig machen. Das heißt, man fährt einfach mit der Bahncard. In Karlsruhe zum Beispiel könnte man mit der Bahncard vor Ort 25% günstiger fahren, ohne Fernstrecken. Um das zu erreichen, muss man, glaube ich, aber viele Gespräche führen. Vielen Dank auch für diesen Aspekt zum Schluss im WDR5-Tagesgespräch. Jörg Marksteiner, jetzt haben wir über diese kurzfristigen Maßnahmen zum Abfedern gesprochen. Ich habe auch da eine gewisse Sympathie trotz aller Kritik rausgehört. Aber ich habe auch gehört, der langfristige Plan muss her und man kann dann eben nicht in ganz vielen Jahren denken. Sehen Sie da Potenzial noch in dieser Ampelkoalition oder wird es weitergehen mit den einzelnen Interessen, die man so nebeneinander stellt und immer nur ein Stückchen weiterkommt?
Das muss ja weitergehen. Es gibt ja gar keine andere Alternative. Und das war ja auch das Hauptprogramm, mit dem diese Regierung angetreten ist. Dieser Krisenmodus, der war ja gar nicht geplant. Also es muss in diese Richtung weitergehen. Und die Kunst wird jetzt sein, das Notwendige in der Krise zu tun, aber eben das nochmal als Motor zu verstehen, eben den Ausbau von erneuerbaren Energien, die uns dann ein Stück weit unabhängiger machen, natürlich unbedingt voranzutreiben. Auch wenn das im Einzelfall dann mal heißt, auch sich durchzusetzen gegen Interessengruppen. Und weil es jetzt ins Wochenende geht, vielleicht nochmal ein hoffnungsvolles Wort. Sie hatten schon angehoben, auch was Potenziale angeht, was Möglichkeiten angeht, wo tatsächlich auch Deutschland es schaffen kann. Ja, also natürlich. Je mehr Wind und Sonne wir haben, desto niedriger ist der Börsenpreis für Strom zum Beispiel. Und dann wollen wir hoffen, viel Wind und Sonne senkt am Ende auch den Strompreis. Insofern passt das ganz gut zum Wochenende. Danke Jörg Marksteiner aus der WDR Wirtschaftsredaktion hier im WDR 5 Tagesgespräch. Danke an alle, die sich in den Tagesgesprächen dieser Woche beteiligt haben, die zugehört haben, die mitgemacht haben. Vielen Dank dafür. Jetzt gleich kommt das Mittagsecho mit Andreas Bursche. Fridays for Future, ein Thema, eben schon erwähnt, und natürlich der EU-Gipfel zum Krieg. Mein Name ist Ralf Erdenberger. Ihnen ein schönes Wochenende, trotz allem. WDR 5. Das Mittagsecho. Dankeschön, Ralf Erdenberger. Mein Name ist Andreas Bursche. 13 Uhr am Freitagmittag. Wir hören bis 13:30 hier im Echo, wie es denn aktuell in Deutschland um das Ersetzen russischer Energielieferungen steht. Und in unserem Blickwechsel, da schauen wir auf das Ende des Gipfelmarathons in Brüssel und auf das, was die letzten zwei Tage denn so gebracht haben, auch im Hinblick auf die Flüchtlinge und die Verteilung. Es ist wirklich schön, wie der Einsatz der Polen in der ganzen Welt geschätzt wird. Und der Kampf um wichtigste Grundwerte wie das Recht auf Leben soll ein Teil des Lebens von uns allen werden, auch in der Politik. Jetzt rechnen wir damit, dass wir schon im Sommer 24 bis auf wenige Anteile uns unabhängig von russischem Gas gemacht haben können. Seit einem Monat leistet die Ukraine Widerstand gegen den russischen Aggressor. Es ist ein Monat der Tragödie und des Mutes. Eine Zeit der Wahrheit für jeden von uns. Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew. Und da bleiben wir auch direkt. Wir schauen zunächst auf die Lage in der Ukraine. Stefan Lag für das Studio Moskau. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, wir hören über das ukrainische Militär, dass die russischen Truppen im Nordosten auf dem Rückzug sein sollen. Was wissen Sie darüber? Ja, das in der Tat die Ukraine, dass es gelungen ist, russische Truppen zurückzuschlagen. Westliche Militärs hatten das gestern auch schon bestätigt. Ist jetzt unklar, wie viele Kilometer die zurückgedrängt wurden. In manchen Mitteilungen heißt es 25 bis 35. Die Ukraine sprach in Teilen sogar davon, dass bis zu 70 Kilometer zurückgedrängt worden sei. Und es gibt auch ukrainische Berichte, wonach russische Soldaten ihre Ausrüstung, ihre Panzer dort zurückgelassen hätten und zu Fuß geflohen seien. Ob das nun so stimmt, lässt sich von hier aus nicht überprüfen. Aber was man sagen kann, ist eben, dass der russische Vorstoß auf Kiew nicht nur ins Stocken geraten ist, sondern teilweise offensichtlich Verbände eben sich auch zurückziehen mussten. Das betrifft jetzt den Nordosten des Landes. Wie stellt sich denn die Lage im Rest der Ukraine dar? Also Kämpfe gibt es in vielen Teilen der Ukraine, hauptsächlich im Osten, aber da eben auf der gesamten Linie von Norden bis Süden. Fangen wir oben an in Tscherniw, der Stadt in der Nähe der Grenze zu Belarus. Da ist die Situation derzeit unklar. Zwischenzeitlich war schon von einer Einkesselung der Stadt durch russische Truppen die Rede. Auf jeden Fall ist eine Verkehrsverbindung nach Kiew zerstört worden. Dann werden Angriffe auf
Kharkiv gemeldet. Laut ukrainischen Angaben soll dort ein Krankenhaus getroffen worden sein. Es gibt Tote und Verletzte. Und es wird weiter gekämpft rund um die sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk und letztlich auch in Mariupol, wo die Situation wirklich besonders dramatisch ist. Dort ist davon die Rede, dass man zu Straßenkämpfen übergegangen ist, also der Krieg noch brutaler geworden ist. Davon abgesehen gab es Luft- und Raketenangriffe einmal auf ein Treibstofflager in der Nähe von Kiew. Es gibt da starke Rauchentwicklung, die man sogar in der ukrainischen Hauptstadt spüren kann. Und einen Raketenangriff auf Dnipro. Dort sind militärische Einrichtungen getroffen worden. Anscheinend schwere Schäden. Es wird momentan nach Überlebenden dort gesucht. Herr Lack, schauen wir doch zum Schluss nochmal auf Moskau, den Kreml. Der russische Verteidigungsminister Shoigu ist seit rund 2 Wochen nicht mehr öffentlich aufgetreten. Wissen Sie da etwas zu möglichen Gründen? Da wird viel spekuliert. Zum einen heißt es, er könne in Ungnade gefallen sein bei Putin wegen des stockenden Vormarsches in der Ukraine. Auch der Leiter des russischen Generalstabs Gerassimov heißt es, sei von der Bildfläche verschwunden. Nach anderen Gerüchten wird wiederum mutmaßt, Shoigu könne erkrankt sein. Gestern wurde ja versucht, das Ganze aufzuklären. Kreml-Sprecher Peskov sagte, Shoigu sei momentan stark beschäftigt. Er habe andere Dinge zu tun, als in der Öffentlichkeit aufzutreten. Und dann gab es ja eine merkwürdige Fernsehschalte zu einer Sitzung des Sicherheitsrates, wo die einzelnen Mitglieder so in verschiedenen Kästchen auf einem Bildschirm zu sehen waren. Da war das Bild von Shoigu ausgerechnet verwackelt, teilweise schwarz. Es hat jetzt auch nicht dazu beigetragen, diese Gerüchte beizulegen. Berichtet live für das Studio Moskau Stefan Lack. Vielen Dank für den Moment. WDR5, das Echo des Tages, 13.05 Uhr, alleine bei uns in Nordrhein-Westfalen veranstaltet die Fridays for Future-Bewegung. Heute rund 50 Demonstrationen, unter anderem Aachen und Bonn sind dabei und gleich 2 Veranstaltungen in Köln. Und demonstriert wird nicht nur für das Klima. Friederike Müllender ist live im Kölner Rheinpark. Da hören wir zumindest den Rheinpark schon. Um welche Themengebiete hat man sich denn erweitert? Natürlich ist das Thema Krieg in der Ukraine hier auch ganz wichtig. Die Kundgebung, also jetzt aktuell hört man Musik, gestartet ist sie aber mit einer langen und sehr emotionalen Rede einer ukrainischen Fridays for Future Aktivistin, die auch von ihrer Familie aus der Ukraine erzählt hat, wie es denen geht. Das heißt, das Ganze hat ihr ganz viel Raum, denn die Aktivistinnen und Aktivisten haben ja schon lange gesagt, so sagen sie, dass es einfach große Konsequenzen hat, auf diese fossilen Energieträger zu setzen. Deswegen fordern sie jetzt auch ganz konkret von der Bundesregierung, ja, die Zusammenarbeit mit Russland auch sein zu lassen. Ja, bleiben wir doch mal bei den Forderungen. Was steht denn da heute so auf den Plakaten? Also Plakate sind wie immer ziemlich viele. Ich habe hier Schilder, drauf steht weniger. Da hinten sind die Grannies for Future. Also es ist schon lange keine Bewegung mehr, nur noch von Schülerinnen und Schülern und Studierenden. Die fordern, die sind auch mit dabei. Hier vorne steht Kölle fürs Klima. Immer wieder sind hier auch Friedenstauben in verschiedenen gebastelten Varianten zu sehen. Und auf dem größten Plakat hier hinter mir auf der Brücke, da steht auf mehreren Metern nochmal ganz groß geschrieben 1,5 Grad. Daran müssen wir uns endlich halten. Also das bleibt die größte Forderung und die große Angst der Erderwärmung und dass dafür jetzt was getan werden muss, um das zu stoppen. Ja, und später geht es dann noch mit einer Fahrraddemo quer durch die Kölner Innenstadt bis nach Mülheim und Riel, also in Köln. Lieber das Rad nehmen, da hat man dann ja schon mal was für die Agenda bewirkt. Fridays for Future heute, also mit rund 50 Kundgebungen allein in Nordrhein-Westfalen. Live aus Köln, aus dem Rheinpark, war das Friederike Müller. WDR 5, das Mittagsecho, 13.07 Uhr. Wir schauen jetzt nochmal auf die Bemühungen der Bundesregierung, unabhängig von russischen Energieimporten zu werden. Das findet hinter den Kulissen offenbar auch schon jetzt mit, Zitat, hohem Tempo statt, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck meldet. Fortschritte gäbe es vor allem bei Öl und Kohle. Ölimporte aus Russland sollen bis zum Sommer um die Hälfte reduziert werden. Philipp Brost mit den Details. Bundeswirtschaftsminister Habeck meldet erste Erfolge, Deutschland unabhängiger von russischen Energielieferungen zu machen. Innerhalb von 4 Wochen habe man die Importe russischer Kohle halbiert. Bis zum Herbst sollen sie komplett eingestellt werden. Auch die Öllieferungen hätten sich jetzt schon spürbar reduziert. Im Sommer ist auch hier eine Halbierung der Liefermengen möglich, sagt Habeck.
Es sei allerdings nicht so einfach, ganz auf russisches Öl zu verzichten. Das liegt auch daran, dass der russische Staatskonzern Rosneft an einer wichtigen Ölraffinerie in Brandenburg beteiligt ist. Es muss man nicht besonders helle sein, um zu merken, dass ein russischer Staatskonzern in dieser Situation sich eben nicht von russischem Öl unabhängig machen will, sondern gerade das Geschäftsmodell darin besteht, das zu tun. Die Situation ist also komplexer und es erweist sich jetzt, dass es ein Fehler war, einem russischen Staatskonzern solch eine Verantwortung für diese Region, aber auch für die Versorgung mit Energie in dieser Region zu geben. Auch bei den Gaslieferungen sind langfristigere Bemühungen nötig. Bisher hat Deutschland 55% seiner Gaslieferungen aus Russland bezogen. Die konnte man nun auf 40% reduzieren. Eine vollständige Unabhängigkeit, sagt der grüne Wirtschaftsminister, ist aber frühestens im Sommer 2024 möglich, also in gut 2 Jahren. Außerdem hat die Ampelkoalition in ihrem gestern vorgestellten Entlastungspaket strengere Vorgaben für Energieeffizienz gemacht. Denn auch weniger Verbrauch trägt zur Unabhängigkeit von Russland bei, ob zu Hause beim Heizen, durch den Umstieg aufs Fahrrad oder durch weniger Stromverbrauch. Deswegen kann ich nur sagen, danke, wenn Sie Energie einsparen. Das ist ein wahnsinnig hilfreicher Beitrag, doppelt und dreifach. Er schadet Putin, er schützt das Klima und er sorgt für die Energiesicherheit und Souveränität. Dennoch hält Habeck es für sinnvoll, auch die zur Abschaltung vorgesehenen Kohlekraftwerke zunächst in der Reserve zu halten. Eine Verlängerung der Laufzeiten der letzten deutschen Atomkraftwerke lehnt er erneut ab. Die verbleibenden 3 Atomkraftwerke sollen Ende des Jahres vom Netz gehen. Und wir bleiben im erweiterten Sinne bei den Auswirkungen des Krieges. Die Kritik an den geplanten Entlastungen der Bundesregierung für die hohen Energiepreise im Moment. Sie werden heute lauter und mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten mit Christina Maria Greve. Das geplante 90-Tage-Ticket für 9 Euro pro Monat nennt der Fahrgastverband Pro Bahn beim Redaktionsnetzwerk Deutschland einen populistischen Schnellschuss. Wo das Ticket gelten soll und für wen sei unklar. NABU und Greenpeace halten Maßnahmen wie ein Tempolimit für wirksamer. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat zu einer 4. Corona-Schutzimpfung aufgerufen, zumindest für Menschen ab 70 und Risikopatienten. Lauterbach sagte, eine 4. Impfung gegen das Coronavirus sei wichtig und solle ernst genommen werden. Das Risiko eines schweren Verlaufs sei derzeit höher als je zuvor. Im Prozess um einen Mord an einem Tankstellenmitarbeiter in Rheinland-Pfalz hat der Angeklagte gestanden. Er sagte vor Gericht, dass ihm die Tat leid tut und entschuldigte sich bei der Familie des Opfers. Im September hatte der Tankstellenmitarbeiter den Angeklagten zum Tragen einer Maske aufgefordert. Daraufhin soll er die Tankstelle verlassen haben. Später kam er wohl mit einer Waffe wieder und erschoss den 20-Jährigen. WDR 5, das Mittagsecho 13.11. Letzter Tag der Gipfelei in Brüssel. Gestern bereits NATO, G7 und EU-Gipfel. Der geht heute noch zum Abschluss weiter. US-Präsident Biden war auch in Brüssel mit dabei, ist jetzt mittlerweile unterwegs nach Polen. Also die Mächtige der Welt zu Gast in Europa. Wir nehmen diese 2 Gipfeltage in Brüssel mal zum Anlass und schauen jetzt in unserem Blickwechsel noch mal etwas genauer auf die Rolle und Strategie der EU in diesen Zeiten, ja, den Auswirkungen des Krieges zu begegnen. Ab nach Brüssel, live in unserem ARD-Studio ist Astrid Korall. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Beginnen wir noch mal mit der Energieproblematik, die wir eben ja auch schon angesprochen haben. Man will sich nach wie vor unabhängig vom russischen Gas machen. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die USA. Biden war ja jetzt auch da in Brüssel. Auf was hat man sich mit ihm geeinigt? Ja, man hat vereinbart, dass die USA dieses Jahr mehr als 15 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas zusätzlich in die EU liefern. Damit wäre laut der EU-Kommission etwa 10% der russischen Gaslieferungen in diesem Jahr abgedeckt. Und bis 2030, also längerfristig, sollen es dann 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr werden. Damit würde man dann ein Drittel des derzeitigen Gasimports aus Russland ersetzen, heißt es hier in Brüssel. Das ist ein erster Schritt, um sich unabhängiger vom russischen Gas zu machen, aber das wird sicherlich nicht reichen und man will neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch andere Quellen erschließen. Die EU-Kommission ist wegen Flüssiggases zum Beispiel auch mit Katar im Gespräch, ebenso mit Aserbaidschan.
Aber stellen sich natürlich da auch immer ganz praktische Fragen, zum Beispiel, wie dieses Flüssiggas in der EU denn eigentlich verteilt werden soll. Auch der Bau neuer LNG-Terminals ist da sicherlich noch ein Thema. Gestern hat Deutschland ja schon mit einem Energieentlastungspaket vorgelegt für uns Bürgerinnen und Bürger. Auch die EU hat über Entlastungen gesprochen. Was liegt da auf dem Tisch? Es gibt in der EU schon länger eine sogenannte Toolbox. Das ist eine Art Werkzeugkasten, der es eben jedem Land erlaubt, die Bürger zu entlasten, so wie wir es jetzt auch in Deutschland gesehen haben. Aber ansonsten muss man einfach sagen, gibt es große Differenzen unter den Mitgliedstaaten, wie man jetzt auf diese explodierten Energiepreise reagieren soll, was da die richtige Strategie ist. Also Länder wie Spanien oder Italien, die fordern zum Beispiel vehement schon länger auch eine Deckelung der Gaspreise, auch dass man die vom Strompreis abkoppelt. Da gibt es aber andere Länder, wie auch zum Beispiel Deutschland, die wollen das nicht. Die warnen ganz davor, in die Märkte einzugreifen. Und diese Diskussionen, die finden gerade hier in Brüssel statt. Also das Thema Einigkeit setzen wir dann dabei mal in Klammern. Einigkeit wiederum beschwört die EU beim Thema Fluchtbewegungen aus der Ukraine. Die meisten Menschen hat ja bis jetzt mit Abstand Polen aufgenommen. Wie soll es denn in Europa jetzt mit diesen Menschen weitergehen? Das ist eine Frage, mit der sich am kommenden Montag vor allem die Innenminister der EU hier bei einem Sondertreffen beschäftigen werden. Nancy Faeser, die deutsche Innenministerin, hofft ja, dass jedes Land wirklich feste Zusagen macht, dass es Flüchtlinge aufnimmt. Es sollen auch sogenannte Drehkreuze aufgebaut werden. Konkret heißt das, dass die Menschen direkt von der Grenze aus in andere EU-Staaten verteilt werden. Was es nicht geben wird, jedenfalls sieht es derzeit nicht danach aus, ist eine feste Quotenregelung. Also dass genau gesagt wird, jedes Land muss so und so viel aufnehmen. Diese Quotenregelung gab es ja mal 2015, 2016, ist aber dann am Widerstand von Ländern wie Polen und Ungarn gescheitert. Und auch die EU-Kommission, die müsste das ja auf den Weg bringen, die ist bislang gegen solche verpflichtenden Quoten. Zumal sie auch sagt, naja, die Ukrainerinnen und Ukrainer, die können sich in der EU sowieso frei bewegen und man werde nicht entscheiden, wo sie sich niederlassen sollen. Meldet live aus Brüssel Astrid Korall. Lieben Dank. Ja, in Brüssel, da endet heute mit dem EU-Gipfel der Gipfelmarathon des Westens. US-Präsident Biden ist schon weg, ist schon nach Polen unterwegs und wir fliegen mal mit. Wir bleiben bei der Flüchtlingsthematik und schauen mal aus Sicht Polens drauf, bevor wir dann gleich schauen, ob die aktuelle Lage auch in diesem Punkt Europa näher zusammenrücken lässt. Der polnische Grenzschutz, er meldet heute, über 2,2 Millionen Menschen sind bereits aus der Ukraine in Polen aufgenommen worden. Flüchtlingslager gäbe es im Land nicht, die Menschen würden einfach verteilt über das ganze Land. Eindrücke aus Polen von Jan Palukat aus unserem Studio Warschau. Zunächst spulen wir nochmal zurück, als alles losging. Svetlana, alleinerziehende Mutter aus Kiew, als sie am frühen Morgen des 24. Februar von Detonationen aus dem Schlaf gerissen wurde, wusste sie, dass es sich diesmal um mehr handelte als Drohgebärden Putins. Ich machte die Nachrichten an, da war es, Krieg. Erst jetzt begann ich es zu glauben. Jetzt sitzt sie in der Küche von Elżbieta Pawluczuk. Die Warschauerin entschloss sich spontan, die beiden aufzunehmen. Dem ARD-Fernsehen erzählte sie: Eine Freundin von mir rief eines Tages von der Grenze an, dass sie eine Familie abholen wird. Es war eigentlich egal, wer das wird. Wir haben ja keine Ausschreibung gemacht. Über 2 Millionen Menschen sind seit Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Polen eingereist. Viele blieben im Land. Dass es keine großen Flüchtlingslager gibt, ist der Gastfreundschaft von Polinnen wie Elżbieta geschuldet, die Menschen spontan aufnehmen. Dennoch sind Belastungsgrenzen spürbar. Vor allem die großen Städte platzen aus allen Nähten. Fast 100.000 ukrainische Kinder sind bereits in polnischen Schulen angemeldet. Premier Morawiecki freut sich über das Bild, das sein Land abgibt. Es ist wirklich schön, wie der Einsatz der Polen in der ganzen Welt geschätzt wird. Diese Atmosphäre guter Stimmung, nationaler Einheit und der Kampf um wichtigste Grundwerte wie das Recht auf Leben soll ein Teil des Lebens von uns allen werden, auch in der Politik. Wobei sich die Lage entlang der polnisch-belarussischen Grenze keineswegs geändert hat, auch wenn die Aufmerksamkeit jetzt anderen Themen gilt. Zuletzt kam es dort wieder vermehrt zu Schleusungen von Migranten, etwa aus afrikanischen Ländern. Und nach wie vor dürfen die Beamten aufgegriffene Menschen dort ohne weiteres Verfahren zurückweisen nach Belarus.
Davon mache der polnische Grenzschutz auch immer wieder Gebrauch, kritisieren Menschenrechtsaktivisten wie Alexandra Szanowska. Leider sieht die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze völlig anders aus als ein paar hundert Kilometer weiter. Im Gegenteil werden sie von Grenzschutz und Armee eingefangen und hinter den Stacheldraht gedrückt. Auch bei schlechtem Gesundheitszustand werden sie nach Belarus zurückgezwungen, wo ihnen Folter droht. Der Grenzschutz bestreitet willkürliche Zurückweisungen. Ja, Vorwürfe, denen Polen sich schon vor dem Krieg gegenüber sah, illegale Pushbacks an den Grenzen und auch Einschränkungen der Rechtsstaatlichkeit in Polen waren und sind ja Themen, an denen sich die EU mit dem Land in letzter Zeit arg in die Wolle bekommen hat. Knackpunkt ist dabei vor allem die Verteilung Schutzsuchender auf die Mitgliedstaaten, vorneweg dabei Polen. Das hat sich nun aber offenbar gewandelt, zumindest wenn es um Ukrainerinnen und Ukrainer geht. Und darüber spreche ich jetzt mit Alexander Graf Lambsdorff, stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender im Bundestag und außen- und sicherheitspolitischer Experte. Guten Tag. Hallo, guten Tag aus Berlin. Ja, Polen nimmt seit 4 Wochen mit großer Hilfsbereitschaft und Solidarität Menschen aus der Ukraine auf. Müssen wir die Sicht auf Polen zumindest in Teilen korrigieren? Ich glaube, man kann zumindest Respekt zollen. Wir haben es im Beitrag eben gehört, 2,2 Millionen Menschen sind in Polen angekommen. Wenn wir uns mal daran erinnern, wie in Deutschland 1 Million Menschen 2015 schon für doch ziemlich heftige Verwerfungen gesorgt haben, dann ist 2,2 Millionen bei einem Land, das die Hälfte der Bevölkerung von Deutschland hat, eine enorme Leistung, die die Polen erbringen. Also insofern, hier wäre ein bisschen Respekt wahrscheinlich keine schlechte Idee. Ja, Sie nennen es Respekt. US-Präsident Biden ist heute in Warschau. Ich könnte es jetzt auch Aufmerksamkeit und Wertschätzung in diesem Kontext dann nennen, Polen gegenüber. Könnte das ein Türöffner sein für ein neues Verhältnis der EU gegenüber Polen? Ja und nein. Auf der einen Seite sehen wir die Humanität, die die polnische Bevölkerung an den Tag legt. Die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge ist wirklich vorbildlich. Aber wenn wir ein paar Schritte zurücktreten und insgesamt auf die politische Verfasstheit, die rechtsstaatliche Verfasstheit des Landes schauen, dann sehen wir da relativ wenig Fortschritte. Und auch, dass es eine grundsätzlich andere Migrationspolitik wäre, die Polen plötzlich verfolgen würde, kann man nicht behaupten, denn die Aufnahme geschieht national, auch das haben wir im Beitrag gehört. Ein Verteilungsschlüssel wird nicht angestrebt. Polen wird also nicht diese Möglichkeit der sogenannten Massenzuwanderungsrichtlinie aktivieren, weil es das nach wie vor ablehnt, dass man Flüchtlinge nach Quoten in der Europäischen Union verteilt. Genau, das hat man schon 2018 abgelehnt. Unter keinen Umständen wolle man eine Quote akzeptieren. Kann sich denn jetzt aber die Haltung mit über 2 Millionen Flüchtlingen im Land nicht auch ändern? Nein. Können Sie das begründen? Ja, ganz einfach. Das ist ganz einfach. Also das ist ein wirklicher Grundsatz der polnischen Innenpolitik, dass man keinem anderen Land, auch keinem EU-Mitgliedstaat, die Kontrolle darüber zugestehen will, auch nicht der Europäischen Kommission, wer in Polen das Territorium des Landes betritt und wer dort ein Bleiberecht erhält. Darin sieht sich Polen, darin sieht sich diese rechtskonservative Regierung völlig einig mit Viktor Orban, und Viktor Orban hat im nächsten Monat eine Wahl zu bestehen. Das heißt, wenn jetzt die Polen brächen mit diesem Prinzip und sagten, wir wollen jetzt doch den Verteilungsschlüssel in Europa, was wir früher abgelehnt haben, stünde Orban völlig alleine, völlig desavouiert wie ein begossener Pudel in Brüssel, und das werden die Polen Viktor Orban nicht antun, denn Orban soll nach dem Wunsch der polnischen Regierung die Wahlen gewinnen, damit diese Achse Warschau-Budapest in der, ja, ich sag mal, das ist eine rechtskonservative, manche würden sagen, nationalpopulistische Achse, dass diese Achse bestehen bleibt. Und deswegen meine Antwort so klar und eindeutig, nein, das wird sich nicht ändern. Ja, das sieht die EU-Kommission ja ähnlich, hat Forderungen nach einem verpflichtenden Schlüssel eine Absage erteilt. Alexander Graf Lambsdorff war das, stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender im Bundestag und außen- und sicherheitspolitischer Experte. Lieben Dank. Danke Ihnen, tschüss.
Freitagmittag in 8 Minuten ist es 2:30. WDR 5. Ja, alle schauen in die Ukraine. Aber es gibt ja auch noch Konflikte und Krisen auf der Welt, die generell schon wenig und im Moment im Prinzip gar keine Aufmerksamkeit bekommen. So zum Beispiel auch der blutige Bürgerkrieg im afrikanischen Äthiopien. Seit gut einem Jahr tobt der und läuft überwiegend unter dem Radar. Auf der einen Seite Truppen der Regierung, auf der anderen die der Rebellen. Die nennen sich Volksbefreiungsfront. Gekämpft wird im Norden des Landes. Viele Menschen sind dort im Moment auf der Flucht. Wir wollen da jetzt mal drauf schauen. Der Journalist Bartholomäus Laffert macht das mit uns, ist einer der wenigen internationalen Berichterstatter in dieser Region. Der Zugang zu der umkämpften Region Afar im Nordosten Äthiopiens ist so ein Einsatzgebiet von ihm im Moment. Ich habe vor ein paar Wochen schon mit ihm gesprochen. Jetzt haben wir die Zeit, das zu senden. Und zunächst wollte ich bei dem Gespräch wissen, wo er denn genau unterwegs war. Ich war mit einem befreundeten Journalisten zusammen in Afar, das ist die nordöstliche Region von Äthiopien. Und man merkt richtig, so wie sich das Land einmal upside down dreht, quasi von Addis bis nach Afar. Man hat einmal Addis, wo irgendwie man Bars hat, die nachts offen haben, wo alles weitgehend wieder normal ist. Und man hat einen Premier, der der Welt zu ermitteln versucht. So, der Krieg ist eigentlich weitgehend vorbei. Und dann fährt man 12 Stunden mit dem Auto in Norden und man kommt die ganze Zeit vorbei an so ausgebrannten Panzerskeletten, die zerstört worden sind. Und irgendwann gelangt man nach Afar. Und Afar ist sehr, sehr anders als das Adeba. Es ist einfach in der Tiefebene, es hat tagsüber teils bis zu 50 Grad. Und es ist ein bisschen eine Region, die schon immer ein bisschen von der Regierung schon vergessen worden ist. Einfach weil der Großteil der Menschen Viehhirten sind. Und dann gibt es hier eben vor allem in den letzten Wochen eskaliert. Die letzte heiße Front dieses seit 16 Monaten dauernden Bürgerkriegs. Aber warum ist dort noch Bürgerkrieg? Was ist der Grund? Die Regierung hat gerade im Dezember, Januar die Truppen weitgehend zurückgedrängt. Die Wirtschaft in Äthiopien liegt am Boden. Das heißt, die Regierung will der Welt vermitteln, es ist wieder gut, in Äthiopien zu investieren. Die Touristen können wieder zurückkommen. Jetzt findet aber dieser Krieg in Afar statt, wo die Tigrayische Volksbefreiungsfront gerade massiv angreift, weil sie da auf wenig Widerstand stößt. Was man da sieht, es sind vor allem junge Männer, weil sie Viehhirten sind, halt irgendwelche alten Kalaschnikows haben, die versuchen, ihr Land gegen eine Invasion von den tigreischen Rebellen zu verteidigen. Die Regierungstruppen sind nicht vor Ort und die Leute sind wahnsinnig frustriert, weil viele Menschen in Afar, in dieser vergessenen Region, hatten so die Hoffnung, dass mit Abiy auch so ein bisschen Veränderung kommt. Und jetzt sagen die Leute, jetzt haben wir einerseits politische Freiheit bekommen, aber gleichzeitig ist die Sicherheitslage den Bach runtergegangen. Und wir können nicht mal in unseren Häusern bleiben, weil wir angegriffen werden und die Regierung uns nicht beschützt. Sie haben viel mit den Menschen vor Ort in dieser vergessenen nördlichen Region gesprochen. Was haben Sie ihnen erzählt über den Krieg, den Alltag? Wie leben die? Also man kann ganz kurz vorweg sagen, dass allein in den letzten 4 Wochen, seit der Konflikt eskaliert ist, mehr als 300.000 Menschen laut Angaben der Regionalregierung vertrieben worden sind. Viele haben dann Familienangehörige auf der Flucht verloren. Viele erzählen von Beschuss durch die Rebellen, gegen den sie sich nicht wehren konnten. Sie haben Leute getroffen, deren Kinder schwer verletzt worden sind, die Teile ihrer Familie zurückgelassen haben. Die meisten sind Viehhirten. Die haben quasi ihr ganzes Hab und Gut verloren, indem sie ihre Viehherden verloren haben, weil sie fett haben fliehen müssen. Und verstehen auch nicht, wie sie in diesem Konflikt geraten sind. Ursprünglich war es ein politischer Konflikt und jetzt wurden immer mehr Zivilistinnen und Zivilisten in diesen Konflikt mit eingebunden, ohne dass sie überhaupt irgendwas dafür können. Der Premierminister, den hatten Sie schon angesprochen, Abiy Ahmed, der ist in Europa bislang ja eigentlich als so ein afrikanischer Vorzeigestaatschef gehandelt worden. Warum tut der denn jetzt so, als gäbe es da oben keinen blutigen Bürgerkrieg mehr? Er hat zu spät die Notbremse gezogen und jetzt versucht er in Konsequenz davon, diesen Krieg einfach zu ignorieren, für den er Millionen von Euros und Dollars rausgeschmissen hat, weil er merkt, dass einfach die ganze äthiopische Wirtschaft auch am Boden liegt. Wenn Sie jetzt abschließend auf Ihre Recherchereise auf das Land schauen, welchen Eindruck nehmen Sie mit aus Äthiopien? Es ist ein Land mit wahnsinnig vielen Facetten, würde ich sagen, auch im Moment. Während einerseits im Osten des Landes Hungersnot herrscht wegen Dürre und in Addis weitgehend so getan wird, als wäre Business as usual, herrscht halt im Norden noch immer dieser Krieg. Das heißt, es lässt sich so ganz, ganz schwer sagen. Aber was man sagen kann, ist, dass die Leute alle keinen Bock mehr haben und müde sind von diesem Krieg. Dass sie inzwischen auch mehr und mehr die Geduld verlieren mit der Regierung, weil die es nicht hinbekommt, Frieden zu schaffen.
dass es eigentlich ein politischer Krieg ist zwischen irgendwie einmal Abiy Ahmed und einmal mit Führern der CDLF, und am Ende haben wir drunter zu leiden. Wir haben jahrelang friedlich miteinander gelebt. Lass uns doch endlich wieder dahin zurückgehen. Ist es richtig, wenn ich aus dem Gespräch jetzt mitnehme, eigentlich ein wundervolles Land? Ja, es gibt Dürren, es gibt Probleme, insbesondere im Süden und Osten, aber man könnte was aus diesem Land machen. Ist das richtig? Ist der Eindruck richtig? Äthiopien hat ganz, ganz viel aus sich gemacht in der Vergangenheit. Äthiopien ist das einzige afrikanische Land, das nie kolonialisiert wurde. In Afar ist der heißeste Ort und der tiefste Ort der Welt. Das ist der Ort, wo das Skelett von Lucy gefunden wurde, der älteste Mensch der Welt. Addis Abeba selbst ist voller Kultur. Die Frage ist mehr, wie Äthiopien wieder dahin zurückgehen kann. Und es wäre natürlich auch wichtig fürs Land, dass auch der Tourismus hier wieder angekurbelt wird, was einer der wichtigsten Einnahmequellen ist, der natürlich jetzt die letzten Jahre brach lag, zum einen wegen Covid, zum anderen dann direkt danach gefolgt ist wegen des Konflikts. Wichtig auch da nochmal hinzuschauen. Das war der Journalist Bartholomäus Laffert, einer der wenigen internationalen Berichterstatter in der Region Äthiopien. Dort herrscht seit über einem Jahr Bürgerkrieg im Norden. WDR 5, das Mittagsecho. Sport. Naja, und auch Unterhaltung. Italien ist zum zweiten Mal in Folge nicht bei der Fußballweltmeisterschaft dabei. Gestern Abend hat man ja Nordmazedonien zu Gast gehabt. Und die haben in der Quali mit 1:0 gegen Nordmazedonien verloren. È finita. L'Italia perde 1-0 in casa contro la Macedonia del Nord. Viene eliminata dal Mondiale. Ja, keine Ahnung, was er da genau gesagt hat, aber irgendwas mit finita und für einen italienischen Sportreporter sehr nüchtern. Da muss man auch kein Italienisch für können. Die Presse in Italien heute ernüchtert bis biblisch. Raus aus der Welt, titelt die Gazzetta dello Sport. Und der Corriere dello Sport schreibt in großen Lettern: in der Hölle. Na dann, der amtierende Europameister Italien ist also nicht mit dabei bei der WM, also der Fußball-Wüstenmeisterschaft in Katar im November. Europa ist eben nicht die Welt, auch im Fußball nicht. Das war das Mittagsecho mit Andreas Bursche und Team. Wir sind auch raus, aber nur für den Moment. Wir hören uns um 18.30 Uhr nochmal wieder. Genießen Sie, wenn es geht, bis dahin die Sonne. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Christina Maria Grebel. Guten Tag. Die vierte Impfung kann uns helfen, mit weniger Todesfällen durch diese schwere Welle zu kommen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach fordert ein konsequenteres Corona-Impfprogramm. Bislang wird die vierte Impfung offiziell nur für über 70-Jährige empfohlen. Lauterbach sagte, selbst von denen hätten sich bislang aber nur 10% zum vierten Mal impfen lassen. Man müsse deshalb gezielt dafür werben, auch bei den etwas Jüngeren. Ich glaube aber auch, dass wir auf diejenigen zugehen sollten, zumindest in der Altersgruppe 60 bis 70, die Risikofaktoren haben, von denen wir wissen, dass sie das Sterberisiko für Covid deutlich erhöhen. Hier spreche ich über zum Beispiel 60 bis 70-Jährige mit einem Bluthochdruck, mit einer Herzschwäche, Menschen, die eine Krebserkrankung gehabt haben und eine Chemotherapie bekommen. Das sind alles Risikogruppen. Lauterbach sagte, er befürchte, dass sich derzeit täglich 600.000 Menschen mit dem Coronavirus anstecken. Doppelt so viele, wie offiziell erfasst werden. Die Beobachter des UNO-Menschenrechtsteams in der Ukraine erhalten immer mehr Hinweise auf Massengräber in der eingekesselten Stadt Mariupol. Die Leiterin der Beobachtergruppe sagte, dass allein in einem Grab 200 Leichen lägen. An anderen Stellen der Ukraine mussten sich die russischen Angriffstruppen offenbar zum Teil zurückziehen. Erklärungen dafür hat Stefan Lag, der für das WDR-Studio Moskau berichtet. Also dazu beigetragen hat zum einen, das sagen Beobachter immer wieder und Experten, dass der Nachschub der russischen Truppen nicht funktioniert. Da fehlt es vor allem dann an Treibstoff. Das Wetter spielt jetzt auch eine Rolle. Es taut. Den russischen Panzern ist es nicht möglich, über offenes Gelände zu fahren, da sie dort versinken würden im Morast. Und ein Grund in der anscheinend doch sehr effektiven ukrainischen Gegenwehr liegt zum einen ja wirklich in der taktischen Schulung der ukrainischen Truppen, dann natürlich auch in westlichen Waffenlieferungen. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick. Deutschland reduziert seine Abhängigkeit von russischen Energieimporten nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Habeck mit hohem Tempo.
In Berlin sagte er bereits, zur Mitte dieses Jahres könnten die russischen Ölimporte halbiert werden. In 2 Jahren könne Deutschland weitgehend unabhängig von russischem Gas sein. In der Haushaltsdebatte im Bundestag hat Bundesarbeitsminister Heil bekräftigt, dass Investitionen in die Bundeswehr und Hilfen für Geflüchtete nicht zulasten des Sozialstaats gehen dürfen. Weder dürften Renten gegen Rüstung noch Geflüchtete gegen Einheimische ausgespielt werden. Die Opposition warf der Ampelkoalition unzureichende Programme vor. Der frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Meyer darf vorerst nicht mehr als Richter arbeiten. Es hat jetzt ein Dienstgericht in Leipzig entschieden. Grund ist, dass Meyer vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft wird. WDR aktuell aus der Region. Unter den Geflüchteten aus der Ukraine sind auch viele Studierende und Forschende. Sie hoffen, ihre wissenschaftliche Arbeit in Deutschland fortsetzen zu können, zum Beispiel auch an der Uni Bielefeld. Uwe Pollmann, WDR Bielefeld. Chemikerinnen, Physiker und Geisteswissenschaftlerinnen, die ukrainischen Flüchtlinge kommen laut Uni aus vielen akademischen Disziplinen. Einige sind auch im Zentrum für interdisziplinäre Forschung untergekommen. Die Hochschule bietet ihnen, wenn nötig, Deutschkurse. Sie können aber auch Studienangebote auf Englisch besuchen. Außerdem gibt es Beratung und finanzielle Hilfen für den Staat an der Uni. Auch immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Russland und Belarus melden sich in der Hochschule, die ihre Heimat aus politischen Gründen verlassen haben oder noch wollen. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen: am Nachmittag kommen ein paar Quellwolken zur Sonne dazu, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen erreichen in Menden 16 Grad, in Gummersbach 17 und in Rheine 18 Grad. Der Samstag beginnt teils mit Dunst oder Hochnebel, später wird es sonnig mit einigen Wolken bei 12 bis 19 Grad. Der Sonntag wird ähnlich mit 13 bis 17 Grad, aber etwas kühler. Das war WDR aktuell. WDR 5, die Verkehrslage. A3 Köln-Frankfurt ist zwischen Kreuzköln-Ost und Königsforst in beiden Richtungen gesperrt. Dort wird eine Fliegerbombe entschärft. Aktuell 15 Kilometer Stau in Richtung Frankfurt und 8 Kilometer Stau in Richtung Köln. Wer kann, sollte großräumig ausweichen. A3 Oberhausen Richtung Arnheim zwischen Kreuz Oberhausen West und Kreuz Oberhausen etwa 20 Minuten plus 7 Kilometer stockender Verkehr. A4 Aachen Richtung Köln ist zwischen Kreuz Köln-Gremberg und Dreikreumer wegen der Entschärfung der Fliegerbombe ebenfalls gesperrt. Aktuell 6 Kilometer Stau ab Köln Süd. A4 Olpe Richtung Köln zwischen Bergisch Gladbach-Frankenforst und Kreuz Köln-Ost etwa 30 Minuten plus 6 Kilometer Stau wegen der Bombenentschärfung. Und zuletzt A59 Bonn Richtung Köln ist zwischen Dreieck Porz und Dreieck Köln-Heumer ebenfalls wegen der Bombenentschärfung gesperrt. Aktuell 5 Kilometer Stau ab Köln-Wahn. WDR 5. Neugier genügt. Das Feature. Mit